Ja, also ich freue mich, dass ich jetzt zu Ihnen sprechen darf. Und ich muss mich zunächst entschuldigen, ich bin etwas verschnupft, nicht nur wegen der Übertreibungen von Dominik. Und das hat auch nicht nur mit der kirchlichen Situation zu tun. Wir sitzen hier alle ganz gut in unseren geheizten Zimmern und draußen tobt eine gewaltige Schlacht, während wir jetzt hier uns auseinandergesetzt haben auf einem sehr hohen Niveau, das großartig war. Hat mir jemand zugeschickt, schau dir mal bitte die Facebook-Seite der Diözese Limburg an. Die haben also die Gender, die Regenbogenfarben dort installiert und um den Limburger Dom die Regenbogenfarben getan. Und da drin steht der Slogan: Love is no sin. Love is no sin, dem würden wir ja alle gerne zustimmen. Liebe ist keine Sünde, aber der Missbrauch von Liebe. Eben das Uti, das ist die Sünde. Und das Frui ist das hohe Ziel, das wir zu erreichen haben. Und wir sind jetzt im Moment in einer Auseinandersetzung, in der es eben nicht nur um ein bisschen Sexualmoral geht, sondern in dem die Grundlagen der christlichen Anthropologie auf der Kippe stehen. Ja? Wir müssen uns fragen: Sind wir noch auf Genesis 1? Sind wir noch auf der Linie der Heiligen Schrift? Oder wird gerade versucht, eine Vielzahl Rechtfertigungsethiken zu installieren, mit der alles und jedes so integriert werden soll in ein christliches Konzept, das dann auseinanderfällt in eine plurale Vielfalt von Ethiken. Ich möchte einfach, weil auch von außen so etwas die Bitte kam, bitte werdet doch einfacher, bitte werdet doch etwas handfester, will ich versuchen, die Dinge etwas einfacher zu machen, auch ein bisschen etwas zu erzählen. Vielleicht beginne ich einfach damit mal, dass wir mal ein paar Begriffe ein bisschen klarer noch fassen. Und zwar ganz einfach: Was ist Ethik? Ethik ist die Lehre vom Guten. Und Ethik ist aber nicht die Lehre von einer abstrakten, also abgezogenen Lehre, etwas, was man sozusagen als Lehrbuchwissen dann übertragen kann. Also das Gute ist ein Prozess, in dem Werte verwirklicht werden. Und das Gute lebt in einem, für Menschen, die an Gott glauben, von dem Guten, der Gott ist. Und wir werden in eine Dynamik des Guten hineingenommen, werden hineingerissen, wenn wir unsere Ethik, also unsere Versuche, gutes Leben zu leben, eben auf Gott ausrichten. Deshalb gibt es Moral. Moral, was ist Moral? Ich versuche es auch mal einfach zu sagen, gegenüber den vielen, die immer sagen, Moral, das ist Normenfestlegung, das ist Erlaubnisse, das sind Verbote und so weiter. Ich würde es mal einfacher sagen. Moral ist alles, was die Werte schützt, die uns zu Gott führen, die uns zum Guten hinführen. Moral ist Flankenschutz für die Liebe, Moral ist Flankenschutz für das Leben. Und wenn wir dann von einer christlichen Anthropologie sprechen, als dem Rahmen, der eben noch das Größere ist und der unsere Ethik und alle unsere Moralen fundiert, dann stecken da drei Worte drin. Da steckt Christus drin, da steckt Anthropos drin und Logos. Christus ist der griechische Begriff für ein hebräisches Wort, Messias, der Retter, der Erlöser, der Gesalbte. Anthropos heißt Mensch, das weiß jeder. Bei Logos sind die Dinge nicht so einfach. Es gibt eine Fülle von Begriffen, mit denen man Logos nahebringen kann: Vernunft, Wort, Sinn. Und es gibt eine Begriffsbestimmung, die mir besonders gut gefallen hat. Die stammt aus dem hellenistischen Judentum zur Zeit Jesu. Da heißt Logos: Logos ist das Denken des ewigen Gottes. Und wenn man mal diese Begriffe zusammenfassen, also Christus, Anthropos und Logos, was ist christliche Anthropologie? Dann würde ich sagen, es ist das Denken des ewigen Gottes über den Menschen, das in Christus nach außen tritt. Ja, also in Christus sehen wir, was Gott vom Menschen denkt und worauf wir hin orientieren müssen. Und darum geht es ja letztlich, wenn wir von einer christlichen Anthropologie, einer christlichen Ethik, einer christlichen Moral sprechen, dass wir dieses Ganze wieder in eine Flucht zu diesem, über den Kontakt mit der Person Jesus wieder in Lebensordnungen, in Entsprechungen kommen, die uns helfen zu leben. Mir sind diese Zusammenhänge mal vor kurzem noch mal ganz neu aufgegangen, als wir eine internationale Videokonferenz mit jungen Leuten aus 25 Ländern hatten. Das Ganze hat den Hintergrund, dass wir gerade dabei sind, im Sinne von Papst Franziskus ein Ehekatechumenat zu bauen. Und da haben wir junge Leute gefragt,
Was wisst ihr denn von Liebe, Ehe, Sexualität und woher wisst ihr das? Und das Ergebnis war eigentlich erschütternd. Wir haben von den jungen Leuten aus Afrika, Asien, Lateinamerika, also aus all diesen Ländern erfahren, dass die Kirche dazu nahezu sprachlos ist. Mit Ausnahme eines kleinen Bezirks der Theologie des Leibes spricht die Kirche von der Liebe nicht mehr. Ja? Das ist eigentlich ein erschütterndes Faktum. Ja? Aber nun saßen diese jungen Leute da und habe ich dann weitergefragt, ja, woher wisst ihr denn, wie das geht mit der Liebe und mit der Sexualität? Ja, wir wissen das von unseren Familien. Da kam aber von anderer Seite wieder, ja, aber die Familien gehen kaputt, ja. Sie werden spirituell ausgehöhlt, werden politisch, ökonomisch werden sie kaputt gemacht, sie sind kommunikativ oft tot, da läuft nichts mehr. Ja, sag ich, was bleibt denn dann? Wo nehmen denn junge Leute ihre Standards her, wie sie sich in Beziehungen verhalten? Und ich war total überrascht, dass aus allen Weltgegenden mir ein Wort entgegenschall. Dieses Wort war Netflix. Also Netflix aus Afrika, Netflix aus dem Libanon, Netflix aus Lateinamerika. Also junge Leute übernehmen, wenn sie 14 sind, dann schauen sie Netflix, lassen sich in diese Soaps einspinnen, wie wir früher uns vielleicht in Karl May oder in unsere kleine Farm haben einspinnen lassen. Und Netflix hat Macht über die Träume und Netflix setzt die medialen Standards, wie man heute so lebt. Ein Mädchen, das ein Mädchen auf den Mund küsst, das macht Netflix. Netflix macht es als Erster und Netflix macht es, um den Atem zu rauben. Und deshalb muss Netflix immer eine Spur provokanter sein als das, was allgemein schon geht. So lernen 14-Jährige, was Liebe ist und was Sexualität ist. Ja. Es geht aber noch mal ein Stück weiter. Dieses Drama, eine Ablösung von Lebensformen und von Mustern, Standards, die die Eltern dieser Kinder noch für sich übernommen haben, dieses Drama ist ein Drama einer doppelten Ablösung. Nämlich es ist die Ablösung einer bestimmten Art, die Liebe zu leben und das Drama des Abfalls vor Glauben, vor Gott. Beides geht nämlich Hand in Hand. Die jungen Leute verlassen den Lebensstil jener Generationen, die noch vom Leitbild einer monogamen Ehe des Mannes mit einer Frau geprägt waren, von der Forderung nach absoluter Treue, von hohen Familienidealen, vom Traum von Kindern und so weiter. Sie brechen die Brücken zur alten Welt ab und werden Teil einer anderen Community, einer neuen Lehre vom Menschen. Und jetzt mache ich mal einen Sprung von dort, bevor ich also etwas sage, was mir dann doch wieder Hoffnung gegeben hat. Ein Sprung in den synodalen Weg. Ja? Genau in diesem Moment des doppelten Abschieds, der weltweit ist, tritt der synodale Weg auf den Plan, um eine neue Sexualmoral zu etablieren. Nicht mehr von göttlichen Geboten her, von oben her oder einer lesbaren göttlichen Ordnung, auch nicht von so etwas wie Natur soll gedacht werden. Ihr Kennzeichen ist ein scheinbarer Realismus. Man macht das Faktische zur Norm, betrachtet es in der Optik von Wertschätzung und sucht nach der Anerkennung von verschiedenen Lebenswirklichkeiten heute. Man wolle endlich hören auf das, was sich zwischen den Liebenden heute ereignet, als sei das sozusagen das Gesetz oder die Machart einer neuen Ethik. Schließlich seien doch die Lebensorte solcher Liebe und Partnerschaften heute vielfältiger geworden. Man müsse möglichst differenziert wahrnehmen, was sich hier an Fragen und Sehnsüchten, an Sinnerfahrungen oder auch an Aporien des menschlichen Lebens artikuliert. Also im gestellten Pädagogendeutsch dienen sich die verschmähten kirchlichen Dienstleister denen an, die ihnen gerade davonlaufen. Im Hintergrund dieser sanften Rhetorik ereignet sich ein Paradigmenwechsel. Wesentliche Elemente der sexuellen Revolution, wie sie seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Welt der menschlichen Beziehungen verändert hat, sollen in den Kosmos des Christlichen integriert werden. Man möchte überleben als Kirche, als Dienstleister, als pastoraler Dienstleister, indem man diese Elemente quasi tauft. Das wichtigste Element ist hier das der Entkoppelung. Das Wort ist häufig heute gefallen. Mehrfach wurde das Wort Entkoppelung genannt. Das ist genau das, die Dissoziierung, das Auseinanderfallen von Dingen, die in einer großen Perspektive von christlicher Anthropologie unbedingt zusammengehören. Also die Dinge fallen auseinander. Entkoppelt wird Sexualität von der Liebe und Fruchtbarkeit. Und wie bei der großen Schwester ist auch in der kleinen katholischen Revolution Homosexualität der Motor und Treiber aller Veränderungen und Entgrenzungen.
Und deshalb wird das so dramatisch nach vorne gerückt, obwohl wir heute bei Markus Hoffmann gesehen haben, das ist eigentlich ein absolutes Minderheitenthema. Aber es ist eine Leitidee, eine Figur, die als Motor unbedingt erforderlich ist. Warum wird Homosexualität nach vorne gestellt und warum ist das so angesagt? Ganz einfach, Sex ist hier musterhaft und prototypisch Selbstzweck. Ja? Die Lust ist Selbstzweck, hat sich radikal entkoppelt. Und Eberhard Schopenhauer hat eine wirklich für meine Begriffe verräterische Formulierung benutzt, die sein ganzes Konzept für mich diskreditiert. Er hat von der selbstzwecklichen Bereicherung der Lust gesprochen. Ja? Es gibt keine selbstzweckliche Bereicherung. Es gibt nur den Selbstzweck, der Liebe ist. Ja? Liebe ist nach Kant der einzige Selbstzweck. Alle das Ding, das aus sich erklärt. Es gibt keine Lust um der Lust willen. Ja? Wenn die Lust zum Spielzeug wird, haben wir all das, was wir heute an zerfallenden Beziehungswelten sehen, mit all diesen Fragmentierungen, mit all diesen negativen Folgen, mit denen wir heute zu tun haben. Und so hat sich das ganz tief mittlerweile bis in die bürgerlichen Welten eingebürgert, dass männliche Welten von weiblichen Welten getrennt werden können. Das Geschlecht kann getrennt werden vom Leib, die Lust von der Treue, die Treue von der Liebe, die Liebe vom Kinderkriegen, das Kinderkriegen vom Mutter- und Vatersein und schließlich auch noch politisch die Erziehung vom Elternhaus. Es wird so getan, als sei die Entschränkung der klassischen Moral in Hinsicht auf alles, was Menschen beziehungstechnisch einfällt, geradezu die notwendige Konsequenz des Christlichen. Und man tut so, als müsse man die christliche Anthropologie im Namen des Menschen, seiner Würde, seiner Freiheit, seiner Rechte endlich vom Kopf auf die Füße stellen. Sie von unten her aufbauen, von den Wünschen und dem variantenreichen Begehren der Betroffenen. Also Begehren wird zum Ausgangspunkt der Konstruktion von Ethiken. Dass dem Menschen gesagt werden könnte, was gut ist für ihn, liegt außerhalb des Denkens. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu unserer kleinen Videokonferenz mit den internationalen Teilnehmern. Da gab es nämlich einen indischen Priester, der etwas sehr Tolles gesagt hat. Ja. Er hat was hier gerade bei uns abgeht, als fruchtlosen Etikettenschwindel und als heimlichen Rückfall ins Heidnische durchschaut. Und ich habe mir eine bange Frage gestellt. Sind denn unsere jungen Leute diesem kollektiven Rückfall in ein neues Heidentum wehrlos ausgeliefert? Und er hat es auf eine für mich sehr interessante Weise beantwortet. Er sagte, ja, sie lassen sich anstecken vom Geist pragmatischer Lustoptimierung. Sie sind in der Gefahr, die Freiheit zu verlieren. Und es passiert oft. Und sie sind in der Gefahr, ihre Liebe zu vergeuden. Und dann sagte er, du musst sie bei der Hingabe packen. Hingabe ist das Einzige, was stärker ist. Und dann sagte er diesen Satz, den ich nicht vergessen werde. Die Lösung der moralischen Frage liegt in der religiösen Frage. Vor der Moral kommt Gott und mit Gott kommt die Moral. Ich wiederhole ihn nochmal, weil er mir so eindrücklich. Die Lösung der moralischen Frage liegt in der religiösen Frage. Vor der Moral kommt Gott und mit Gott kommt die Moral. Es gäbe, sagt dieser Mann, eine einzige Immunisierung gegen die sukzessive Übernahme zivilmoralischer Standards. Der frühe Einstieg in Nachfolge und Jüngerschaft, die bewusste Entscheidung für Jesus. Erst in der Beziehung mit dem Herrn, meinte der junge indische Priester, bist du bereit, dein Leben an den Weisungen Gottes zu orientieren. Und das können wir doch biografisch alle so sagen. Wenn wir keine Bekehrung erlebt hätten, keinen Punkt, an dem wir den zweiten Schuss gehört hätten oder keine Beziehung zu Jesus aufgebaut hätten, wir würden doch auch tun, was alle tun. Das ist doch alles wenn Leute gesagt, man könne eine autonome Moral neben einer personalen Beziehung zu Gott aufbauen. Das ist doch meilenweit unter dem Niveau des Christlichen. Und das hat Papst Franziskus immer wieder auch in seinem wunderbaren Dokument Evangelii Gaudium betont. Und er zitierte auch seinen Vorgänger, sagt, ich werde nicht müde, sagt Papst Franziskus, jene Worte Benedikts zu wiederholen, die uns zum Zentrum des Evangeliums führen. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit dem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit eine entscheidende Richtung gibt. Und ich könnte jetzt lange ausführen, etwas, wie wir von Jesus her durch die Begegnung mit seinem Wort, durch das Gebet,
in Gemeinschaft mit ihm kommen, unser Leben vom Gebet her gestalten, wie wir über die Sakramente tiefer in Jesus hineinkommen, wie unser Leben von dort her verwandelt wird und von dort her neues Leben, neue Qualität und auch eine neue Moralität bekommen. Ich möchte einfach mit einem Zitat schließen, das ich bei Dietrich von Hildebrand gelesen habe in seinem großartigen Buch Umgestaltung in Christus. Und er schreibt: Am Anfang alles wahren Lebens, alles wahren christlichen Lebens muss die tiefe Sehnsucht stehen, ein neuer Mensch in Christus zu werden. Und die innere Bereitschaft, den alten Menschen auszuziehen. Die Bereitschaft, von Grund aus ein anderer zu werden. Die Übergabe an Christus schließt die Bereitschaft ein, sich von ihm völlig umgestalten zu lassen. Der Veränderung unserer Natur durch ihn keinerlei Schranken zu setzen. Und dann sagt er: Es gibt viele gläubige Katholiken, die nur eine bedingte Veränderungsbereitschaft besitzen. Sie verbleiben mit gutem Gewissen in ihrer Selbstbehauptung. Sie fühlen sich zum Beispiel nicht verpflichtet zur Feindesliebe. Sie erlauben ihrem Hochmut, sich in gewissen Grenzen zu entfalten. Sie wollen nicht als Toren Christi gelten. Sie räumen der Menschenfurcht in gewissen Grenzen ein Recht ein. Sie wollen auch in den Augen der Welt bestehen können. Sie halten an vielen Konventionen fest und tragen kein Bedenken, sich innerhalb eines gewissen Rahmens gehen zu lassen. Das ist die Perspektive, mit der ich auf den synodalen Weg schaue und auf diese Versuche einer Rechtfertigungsethik. Also man möchte einen Status quo, in dem man lebt, möchte man erhalten, man möchte sich nicht verändern, man möchte sich nicht der Weisung oder der Konfrontation mit Christus auseinandersetzen, die von uns eine Umgestaltung fordert. Und das haben wir zu verkünden. Das ist eine wunderbare Botschaft und eine Botschaft, die auch junge Menschen anzieht. Und damit will ich es mal bewenden lassen. Danke.